Roblox Jenna ist anscheinend zurück. Nun, jetzt fragst du mich wahrscheinlich, wer ist Jenna? Und das habe ich mich auch gefragt, weil ich davon gar nichts wusste. Roblox Jenna ist ein Charakter, der in Roblox erstellt wurde. Und anscheinend soll es so sein, dass sie damals mal existiert hat und wenn man sie im Spiel gedatet hat und mit ihr Schluss gemacht hat, dann hat sie nicht nur deinen Account gehackt, sondern ist auch zu dir nach Hause gegangen und hat dich wahrscheinlich getötet. Nun, das ist das Mysterium über Jenna. Und anscheinend ist sie jetzt wieder in 2022 im Februar zurück. Nun, wir lesen jetzt ein bisschen was darüber und dann werden wir Roblox Jenna Spiele spielen, weil ich weiß nicht genau, um was es da geht, aber es scheint ziemlich gruselig zu sein, weil ihr Charakter sieht aus wie ein normales Mädchen. Aber ja, das ist irgendwie momentan komplett im Trend. Anscheinend soll sie zurück sein. Ich habe keine Ahnung, ob das echt ist oder nicht. Ich meine, woher soll sie wissen, bitte, wo du lebst? Aber ja, vielleicht nimmt sie die Trennung so übel, wenn du mit ihrem Spiel Schluss machst, sodass die Rache an dir nimmt und das im echten Leben. Übrigens, laut einer Studie, die veröffentlicht wurde in der Universität, 99,9% der Leute, die das Video schauen, haben noch nicht abonniert. Also schau mal, ob du es getan hast. Und lass doch oben da. Also hier haben wir einen Artikel über sie. Ich lese mal das Wichtigste hier durch. Hier ist zum Beispiel ihr Account. Ich weiß nicht genau, was das hier sein soll, aber sieht irgendwie interessant aus. Sieht aus wie ein gehackter Account. A Girl Jennifer heißt sie. Und hier haben wir auch ein Spiel zu ihr. A Girl Jenna's Place heißt das Spiel. Mal gucken, ob wir das finden können. Würde mich interessieren. Ja, ich habe hier wortwörtlich ihren Account gefunden oder ihr Spiel gefunden. Und das wurde tatsächlich von ihr erstellt. Das ist anscheinend ihr Account, aber hier steht, er wurde gelöscht. Und die Bilder, es gibt auch keine Bilder mehr. Also keine Ahnung, was da gerade los ist, Leute. Sie hat aber über 300.000 Follower. Crazy. Und sie folgt nur ein Profil und das ist wer? Dem hier. Okay, jetzt kommen wir zur Geschichte von ihr. Jenna war ein Charakter, der in 2017 kreiert wurde. Wenn die Jungs mit ihr die Beziehung beendet haben, hat sie gehackt und er hat herausgefunden, wo sie im Echtleben lebt. Leute sagen, dass sie am 7. oder 8. Februar zurückkommt. Aber sie wird diesmal Mädchen hacken. Yes! Okay, Leute, wir sind sicher. Also zumindest ein paar von uns. Sorry, alle Frauen da draußen. Also sagen viele, dass Mädchen mit Roblox-Accounts ihr Avatar in einen Jungen ändern sollen, um nicht gehackt zu werden. Aber man weiß nicht, ob das stimmt. Beziehungsweise, das stimmt nicht. Aber man weiß ja nie. Oh, das ist crazy. Okay, dann würde ich sagen, wir checken mal ihr Spiel aus. Okay, hier ist es. Das ist das offizielle Roblox Jenna-Spiel. Danger, das ist Gefahr. Genau, irgendwas mit der Blutspur hat sie auch. Können wir da einfach... Nee, wir können... Doch, wir können da reingehen, aber dann... What? Jenna's Story sind wir jetzt. Part 1. Was zum Teufel? Sie hat eine eigene Story. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Okay, lass mal beitreten. Wie viele Leute spielen das jetzt hier? Aber es scheint voll populär zu sein. Und es regnet hier. Was zum Teufel? Ich hab Gänsehaut. Aber wieso... Ich frage mich gerade, wieso sie an den beiden Tagen zurück ist. Wenn am 14. ist doch Valentinstag, also schon merkwürdig. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie eine eigene Story hat. Okay, wir haben hier auf jeden Fall einen Schulbus und das werden wir wahrscheinlich benutzen und es regnet mega gerade. Okay, anscheinend ist es auch Part 1 erst, aber... Wow, okay, das muss aber eine coole Atmosphäre sein, im Regen Bus zu fahren. Finde ich irgendwie cool, muss ich sagen. Okay, wir haben da einen Busfahrer und der führt uns irgendwo hin, so wie es aussieht. Jenna noticed me in another server. Okay, hallo jedermann. Ich bin dein Busersatzfahrer. Ich habe heute erst einen Führerschein bekommen. Also stell sicher, dass du sitzen bleibst. Ja, alles klar, mit dem will ich euch fahren. Mein GPS sagt mir, dass wir in die falsche Richtung fahren. Ey, willst du mich auf den Arm nehmen, Bruder? Du bist der Busfahrer und weißt nicht mal, wie du zur Schule kommst mit dem GPS? Schon ein bisschen merkwürdig. Schau mal, das GPS ist zurück in einer Stunde. Gib mir ein bisschen Ruhe. Oh, es ist dunkel geworden. Aber das war nur ein Tunnel, okay, ich verstehe. Oh, das ist eine Biene. Warte, was ist das? Das ist eine Biene, hallo. Oh mein Gott, das ist eine Biene. Ernsthaft wegen der Biene? Also ich verstehe, Bienen sind wichtig und so. Ohne sie könnten wir nicht leben, aber ist jeder okay? Wurde jemand verletzt? Das meint er nicht ernst. Aber du hältst doch nicht wegen einer Biene jetzt an. Ich meine, die... Wie sieht das überhaupt? Was ist passiert? Ich habe mich gerade, wie er sie überhaupt gesehen hat. Tut mir leid, ich hasse Bienen. Ja, okay, du hast sie. Also hast du das ja nicht mal gemacht, um die Biene mit zu beschützen? Und wieso hast du Bienen? Ich meine, du kannst Wespen hast, aber nicht Bienen. Ich habe vergessen, mein Telefon aufzuladen. Oh. Okay, normalerweise hat ja jeder Telefone dabei. Also ich verstehe nicht, was das Problem ist. Aber anscheinend haben wir ein Problem. Wieso würdest du dein Telefon nicht aufladen vor der Arbeit? Ja, das frage ich mich gerade auch. Okay, lass uns nicht über die Vergangenheit reden. Wir müssen gucken, ob wir Hilfe bekommen können in der Nähe. Ja, das hoffe ich mal. Wenn wir keine Hilfe bekommen, haben wir ein Problem. Okay, wo ist überhaupt die Nähe? Ich meine, eher da lang, oder? Gott, sind wir hier viele Leute? Was zum Teufel, wie Leute sind wir denn hier? Tricky Granny has noticed a Trespassing ist... Oh, da dürfen wir nicht rein, weil das privates Grundstück ist. Aber das ist ein ziemlich großes privates Grundstück. Hey, da könnte jemand sein. Okay, also die wollen quasi da hinten zum Haus. Da hinten ist ein Haus. Alles klar, Granny, ich werde euch treffen am Haus. Okay, wir sollen zum Haus gehen. Auto? Nach links, nach rechts schauen, logischerweise. Oh, ist ein Bienen. Ne. Können wir einfach hier lang? Wow. Oh, wir werden erwischt. Ach, du Kacke. Okay, wir springen einfach die ganze Zeit. Das macht nämlich Schaden, wenn wir davon getroffen werden. Okay, wir sind jetzt beim Haus, so wie es aussieht. Wieso haben die hier so viele Bienen? Und wieso sticht mich der Biene einfach so? Das muss halt ehrlich gesagt eine Wespe sein, weil die sterben ja, wenn sie stechen. Also das machen die einfach nur, wenn es wirklich extrem notwendig ist. Hm, hat das jeder geschafft? Ha, ich habe vergessen, die Köpfe zu zählen. Ja, der Typ ist, er hat echt keine Ahnung. Du bist der schlimmste Busfahrer, den ich jemals getroffen habe. Ja, das sehe ich auch so. Alles klar, dann lass uns einen Weg reinfinden. Okay, was für einen Weg sollen wir reinfinden? Ich meine, hier ist ein Weg rein, aber wahrscheinlich meinen die eher einen anderen, oder? Oh, sie hat einen Arm gefunden. Okay, das ist jetzt gruselig. Einfach so da, wo Erde ist. Da wurde doch jemand vergraben. Was heißt das, du hast einen Arm gefunden?
Was zum Teufel? Ich weiß nicht. Ich habe sie aus. Sie zeigt aus der Erde raus. Irgendwas stimmt nicht. Wir müssen einen Weg das Haus finden. Ja, aber das ist ja anscheinend niemand. Also, wie sollen wir reingehen, wenn da niemand ist? Willst du einbrechen oder was? Ich denke, es gibt keinen Eingang außer die Vordertür. Du kannst das Glas einbrechen oder hier. Das Glas sieht so kaputt aus. Also, wenn es mehr kaputt geht, ist wahrscheinlich eh nicht so schlimm. Die Tür ist verschlossen. Hat jemand den Schlüssel gefunden? Stimmt, die haben oft einen Satzschlüssel, ne? Hat jemand den Schlüssel gefunden vielleicht? Vielleicht haben sie aus Versehen genau den Schlüssel weggeworfen. Lass den Müller mal schauen. Ja, genau. Aus Versehen wirfst du den Schlüssel weg, natürlich. Wieso würdest du sowas denn auch nicht tun? Okay, hier ist kein. Okay, einer wird schon einen Schlüssel finden. Ich werde die alle durchchecken hier. Oh, ich habe den Schlüssel gefunden, tatsächlich. Von so vielen Leuten, ich fühle mich das besonders. Danke, danke, Leute, danke. Gute Job, gute Arbeit, Danny Jess. Ich bin mir sicher, du weißt, wie du durch den Müll graben kannst. Danke. Aua, das hat alle weh. Lass uns reingehen. Ich muss nur die Tür öffnen. Beeil dich. Hier zu sein, mach mich fertig. Tut mir leid, ich habe vergessen, wie man Schlüssel benutzt. Was zum Teufel? Mit diesem Typ stimmt wirklich irgendwas nicht. Gib mir einfach den Schlüssel, ich mach das schon. Könnte Jenna sein, man weiß ja nie. Ich bin Erwachsener hier. Jetzt gib mir ein bisschen Platz, damit ich mich konzentrieren kann. Ja, gut, der Typ ist echt komisch. Also, ich feiere den gar nicht. Okay, wir sollen einfach nur warten. Gerade, wenn wir tun. Was ist für ein Haus überhaupt aus, wenn da zu regnen? Crazy. Aber Haare sitzen perfekt. Wenn ich es einfach so drehe, dann ist halt wirklich so blöd, um die Tür zu öffnen. Oh, was ist jetzt los? Das ist Jenna, Leute. Wir können uns trotzdem noch bewegen. Warte, ich kann zu ihr rennen. Oh mein Gott. Was? Ich habe so das Gefühl, jemand beobachtet mich. Sie war dort. Was zum Teufel? Ich hatte es falsch schon. Warte mal. Sie war dort. Mehrere sind dort. Ich habe gerade die Gänsehaut. Ihr wollt mich heute auf den Arm nehmen. Das sind einfach mehrere Jennas. Alter. Ey, ich habe so kein Sau gerade, ne? Ach, du Kacke. Jetzt merke ich halt, wie lang meine Armhaare geworden sind. Kommt runter. Es ist hart, sich konzentrieren. Wie kommt runter? Jennas attackieren uns. Da gibt's Mädchen, die versuchen uns zu töten. Was? Alter, geh in das Haus. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie die läuft. Ne. Oh, es ist gruselig. Wieso läuft die Alte denn so komisch? Ich mache die Tür zu. Ja, mach das mal. Sehr brillante Idee auf jeden Fall. Wir loben dich dafür. Tut mir leid, ich habe gesehen, das war der falsche Schlüssel. Du hast den Rekord für das kleinste Gehirn ever. Boah, ich habe einen Weltrekord. Wirklich? Und das glaubt er auch noch, Alter, ist ein Idiot. Junge, wie gruselig war das denn, wie die gerannt sind? Irgendwie haben wir ein paar Leute verloren. Ja, wir sind nur noch 4 Leute. Von so vielen Leuten. Vor allem, hier lebt doch niemand mehr. Wir sollen nach dem Besitzer gucken. Ja, wer soll hier bitte leben? Was ist ein dummes Problem? Dieser Busfahrer hat echt kein Gehirn, nicht ohne Scheiß. Wir können ja auch rausgucken. Aber die Jenna scheint weg zu sein. Es gibt viele Boxes im Basement. Ja, ich sehe es gerade. Wir können auch nicht hier lang. Also müssen wir die entfernen. Und wie sollen wir es nicht bewegen? Also du kannst es nicht bewegen, weil ich meine, ich glaube, wir müssen da durch. Ich glaube, hier ist es besser, in First Person zu spielen. Hat jemand den Schlüssel zum. Noch ein Schlüssel wollt ihr? Will der, dass wir suchen? Ernsthaft? Zum Schlafzimmer. Warte, was ist da draußen? Ach du Kacke. Sind die das? Oh mein Gott, wer war das? Leute? Ja, was ist denn? Oh mein Gott, was jetzt? Oh mein Gott, da ist Jenna. Da ist Jenna, Leute. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich sie wissen will. Ich habe mein Telefon neben dem Bus fallen lassen. Er ist wahrscheinlich irgendwo auf der Straße. Oh mein Gott, das sind jetzt 2 Stück. Okay, wie sollen wir dir helfen? Wir brauchen jemanden, der sich selbst opfert, um es zu holen. Alles klar, ich bin aber raus. Du willst mehr, dass ich Leute opfern, nur um deinen Fehler zu beseitigen? Ich bin der Einzige, der weiß, wie mein Bus fährt. Also bin ich die einzige Rettung. Halt die Schnauze, wir wollen, dass sie nicht hören. Jetzt müssen wir abstimmen, oder? Okay, derjenige, der sich dafür entscheidet, macht die Tür auf, oder wie? Oh mein Gott, ich bin ungefähr eine Freiwillige. Aber ich könnte mich mit Robux wiederbeleben, ne? Okay, ich mach's. Ich bin wortwörtlich. Warte, entweder es gibt 1? Gibt es noch eine Person? Nein, wir sind die Einzigen. Doch, 2. Ja, die heißen genau gleich. Okay, ich bin der einzige Mann hier, also Mädels. Ich will danach eine Belohnung haben. Ja, okay, lass es uns tun. Ich könnte mich ja mit Robux wiederbeleben. Hoffentlich geht das hier, weil hier kann man kein Geld verzahlen für das Spiel. Ich soll sein Telefon finden. Okay, da lang war das, ne? Scheiße. Da ist der Bus. Und die Bienen sind weg, das ist gut. Aber Jennas sind auch nicht da. Okay, wo ist das Telefon? Da, ich sehe es gerade. Links nach rechts schauen, okay. Okay, heben wir das auf. Nice. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, ist das gruselig. What? Ja, okay, das könnte das Gruseligste der Welt sein, jetzt ohne Scheiß. Ja, das könnte aber weiter das Gruseligste der Welt sein. Hey, Mädels, kommt hier. Hier, so geht. Oh mein Gott, ich bin drin. Ich hab's zurückgeschafft mit dem Telefon. Er hat ein iPhone. Alter, da sieht man sogar das Apfel-Logo. Gute Arbeit, Danny Jason. Ich muss es mal aufladen. Jetzt muss er es auch noch aufladen. Das heißt, es dauert noch länger, da super. Ich werde die Schule retten, sobald es aufgeladen ist. Okay, dann behalte ich es mal in meiner Hand, okay. Oh, wir haben den Schlüssel, der ist richtig groß. Aber wir können die Kisten jetzt wegbewegen anscheinend. Das dauert aber eine Zeit lang. Also Mädels, ich habe uns quasi gerettet. Also ich bin der Helfer. Okay, wir können jetzt hier durchgehen anscheinend. Hey Leute, lass uns die Boxes was runterwerfen, um Schlüssel zu finden, oder wie? Scheint schon, aber wir sind doch nicht so viele. Weil wir sie durchsuchen an einem Schlüssel. Aber ich hätte gar kein Schlafzimmer gesehen. Das ist schon komisch. Bedroom 1, Schlafzimmer 1 sollen wir auschecken, sag ich. Also haben wir den Schlüssel jetzt gefunden, oder wie? Oder was ist das hier? Ein Tresor im Boden? Was für ein komisches Haus ist das bitte? Okay, warte mal. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht, dass wir... Haben wir alles durchsucht? Oh nein, noch nicht alles. Wir können alles so einmal durchsuchen, das ist gut. Okay, anscheinend müssen wir wieder zurück nach oben, so wie es aussieht. Hier ist noch eine Box. Okay, da ist auch nichts drin anscheinend. Wo soll aber bitte das Schlafzimmer sein? Hier auch nicht, oder? Doch, hier. Oh, hier sind Schlafzimmer 1. Oh mein Gott.
Ja, okay, hier lebt niemand mehr, das ist klar. Hier ist ein Zettel, aber ich habe ein Notizbuch gefunden. Hier können wir mal lesen, was da drin steht. Oh, Leute, ihr wollt das sehen. Ich glaube nicht, dass die das wollen, aber die müssen. Was hast du gefunden? Das sieht aus wie ein Tagebuch. Jemand hat Informationen aufgeschrieben. Hoffentlich steht da was über Jenna. Es sagt, Eingang 1. Timmy ist nicht seit der Schule zurückgekommen, seit ein paar Tagen. Jetzt habe ich Angst. Eingetrag 2. Ein Freund hat mir gesagt, das letzte Mal, als er Jimmy gesehen hat, war mit seinem Transferstudenten. Ich hoffe, sie wissen ja was. Eintrag 3. Ich habe ihr eingefallen, ihr Name ist Jenna. Ich habe sie versucht zu annähern, aber irgendwas macht mir Angst. Vielleicht hat sie Schuld, dass er verschwunden ist. Eintrag 4. Ich werde ihr folgen nach Hause, nach der Schule. Irgendwas in meinem Magen sagt mir, dass sie Probleme macht. Ich muss Timmy finden. Eintrag 5. Ich kann Timmy nicht finden. Ich habe alles gesperrt, aber ich denke, Jenna ist auf dem Weg zu mir. Ich habe mich im Schlafzimmer versteckt, wenn sie nach Hause kommt. Ich wundere mich, dass sie mich noch nicht gesehen hat. Eintrag 6. Es sieht so aus, als wäre Jenna immer um mich. Ich kann sie hören, ihre Fußschritte. Und wenn die Tür schließt. Ich höre immer jetzt auch ihre Fußschritte. Ich glaube, es dauert nur eine bestimmte Zeit, bis ich gefunden werde. Und die restlichen Seiten wurden rausgerissen. Denkt ihr, das Mädchen draußen ist die Jenna-Person? Ja, auf jeden Fall. Vor allem gibt es ja mehrere. Das ist ja nur, nicht nur eine. Ja, wahrscheinlich. Aber wieso sind da so viele von denen? Ja, das frage ich mich auch. Oh, es klopft. What? Was war das? Wo klopft es? Es klopft irgendwie überall. Und wir haben noch einen Tresor da unten. Wisst ihr noch? Ich glaube, es kam vom Schlafzimmer 2. Laber doch nicht. Was ist das für eine komische Aufteilung hier, das Haus? Denkst du, jemand hat die eingesperrt dort, die Besitzer des Hauses? Okay, wer will es öffnen? Okay, ich war schon draußen, Leute. Also, ich glaube, ich würde sterben, wenn ich das tue. Komm schon, öffne du. Ich kann es nicht öffnen, Leute. Ich mache ein Video. Wollen die wirklich nicht? Schreib do it. Do it. Damit die Bescheid wissen, dass sie es tun sollen. Okay, ich mach's es, okay? Jedes Mal, ne? So, ist offen. Oh mein Gott. Ich hab's aufgemacht. Wir gehen jetzt rein. What? Wie sind hier so viele Betten? Wer schläft hier bitte? Wir haben ein neues Notizbuch gefunden. Okay, mal schauen, was da steht. Ich glaube, ich habe die nächste Hälfte des Notizbuches gefunden. Okay, jeder kommt hierher, das ist wahrscheinlich wichtig. Ich sag. Wow. Eintrag 6, die Tür ist zu. Jemand war sicher und konnte sich vor ihr verstecken. Ich habe die Hälfte des Notizbuchs im anderen Raum versteckt, aber im Fall, dass sie mich bekommen. Ich versuche so schnell wie möglich, dieses verfluchte Haus zu verlassen. Eintrag 6. Die Fußschritte sind konstant da. Jede Stunde vom Tag. Ich bin sicher, dass Jenna mit irgendjemandem zusammenarbeiten muss. Eintrag 9. Ich war in der Lage, ins Basement zu gehen und die alles zu versperren mit Kisten. Ich habe eine Vision gefunden. Es muss ein Eingang sein, ein geheimer Eingang oder so. Ich werde es erkunden. Vielleicht werde ich Timmy dort finden. Als ich es getan habe, habe ich ein Labyrinth gefunden. Wenn ich entkomme, muss ich den Weg irgendwie blockieren. Ich werde das jetzt, dieses Buch hier lassen. Jeder, der das findet. Ich habe Timmy niemals gefunden. Aber ich muss mich selbst retten, so gut ich kann. Also viel Glück. Das ist da, wo es Ende ist. Es gibt einen Weg, um hier rauszukommen, im Keller. Wir haben alle zu viel Angst, um das zu öffnen. Aber anscheinend ist der einzige Weg dahin. Wir sollen erstmal hier chillen, weil es hier anscheinend sehr sicher ist. Diese Mädchen sind wahrscheinlich zurück in der Schule. Oh mein Gott. Da sind viele Jennas im Haus. Ach du Kacke. Okay, wir müssen jetzt rauskommen, beil dich. Oh, ich bin noch hier. Wie bin ich noch hier? Ach du Scheiße, beil dich. Oh mein Gott, Ren, wo sind die? Wir sind da. Scheiße. Und mach das, interagieren. Let's go. Ich will es nicht öffnen. Versuch es nochmal. Okay. Ich versuch so oft, wie es geht. Oh mein Gott. Es funktioniert, es ist stark. Scheiße. Versuch es weiterhin. Ich war ja schon. Wieso ich eigentlich? Wieso? Du bist doch der stärkere Leder. Nee, du kannst ja nicht am Bus fahren, also ich vertraue dir gar nichts. Es kommt auf. Jenna kommt. Oh mein Gott. Bei ihr rein. Bin ich der Einzige? Nee, hier sind noch zwei andere, aber... Was? Die. Oh mein Gott, wo lang gehe ich? What? Das kann nicht der Ausgang sein, oder? Hier ist Zeitung. Jeder so runter. Eine Person ist mit mir hier. Oh mein Gott, hier verloren. Hier sind Zeitschriften von dem Jungen, der verloren gegangen ist. Unsere einzige Wahl ist, durch das Labyrinth zu gehen. Ich will nicht, ich habe Angst. Wo ist sie überhaupt? Ich meine, ich bin gerade alleine. Willst du lieber hier verhungern oder sterben? Wir müssen uns bewegen. Ja, das müssen wir, aber wo bist du? Du redest die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wo du bist. Wir sollen aufhören zu kämpfen, wir sollten zusammenbleiben. Wir gehen zusammen dadurch. Also ihr, ich warte hier. Du wartest hier? Okay, hier wahrscheinlich. Aber sie ist halt nicht da, ne? Ich bin halt wortwörtlich alleine gerade. Oh mein Gott. Okay, ich kann auch nicht rauszoomen, ne? Okay, das ist verwirrend hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Ich hasse halt Labyrinths, ne? Das ist wirklich ein Fakt. Also, keine Frage. Was ist das hier? Die Roblox-Karte, die nehme ich natürlich. Habe ich sie? Irgendwie ja, irgendwie nein. Oder, nee, sie ist auch nicht angezogen. Komisch. Der Hell, wo gehe ich gerade lang? Das ist der falsche Weg. Hier ist noch ein Schädel. Was du? Das sind Menschenschädel übrigens. Ich wollte so erwähnen. Oh, das ist der... Oh mein Gott, von dir komme ich. Okay, ihr wollt mich heute auf den Arm nehmen, oder? Das hat eigentlich dafür gemacht, dass viele Leute das machen, weil so viele Leute hier in der Lobby sein können. Aber, ja. Oh, warte, vielleicht hier lang sogar? Ja! Oh mein Gott, eine Blechzange. Damit können wir entweder bei unseren Nachbarn einbrechen oder wir können andere Sachen damit machen. Ich habe eine Blechzange gefunden am Ende des Labyrinths. Ich glaube, wir können es öffnen, um das Metallgitter zu öffnen. Ich soll zurückgehen, okay, wenn ich den Weg zurückfinde. Okay, wir haben gefunden. Wieso bleibt er einfach da stehen? Der Typ macht gar nichts. Ja, was für ein Metallgitter, aber ich habe keins gesehen. Auf jeden Fall ist hier irgendwas. Sonst könnte man hier irgendwie rausgehen oder so. Ah, da!
What? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo das führt. Wow, ein Obby jetzt. Ich glaube, das ist der Ausgang, worüber das Notizbuch geredet hat. Okay, wir müssen da durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. What? Was explodiert? Was war das? Ach so, die anderen. Ich bin alleine, ich wollte so sagen. Ach du Kacke, es ist gruselig. Wie sind das so viele? Okay, wir müssen laufen. Wir müssen sowas verlaufen gerade. Und ich darf nicht sterben, weil ich weiß nicht, ob man sich mit Robux wiederbeleben kann, weil man verdammt nochmal kein Geld dafür zahlen kann. Oh, ach du Kacke. Okay, hier lang. Hier hochklettern, let's go. Mal gucken, ob sich meine Tower of Hell Skills auszahlen. Anscheinend ja. Okay, geh nach oben und spring. Oh, wo jetzt? Wo dann jetzt? Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Was wollen die von mir? Da unten ist Jenna. Ist das der Ausgang? Bitte sag mir ja. Hey, ihr Leute da unten, kommt hier und nimm meine Hand. Was? Da! Oh! Oh mein Gott, respawn. 2 Robux? Ne, 25. Okay, also man kann doch respawn. Wo soll ich... Ach, da! Oh mein Gott, scheiße, wir sterben. Wir werden sterben, Leute. Wir werden sterben. Ja, das war's. Oh mein Gott. Okay, nochmal respawn. Ich hab's nicht gesehen, dass da auf einmal eine Leiter war. Power von Robux gibt mir Stärke statt da. Oh, seid ihr okay? Das war sehr intensiv, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube, jeder hat es zurück geschafft. Ich habe sie beschützt. Ja, genau. Seid ihr die Schüler, die auf dem Bus waren? Ja, jeder von uns ist vom Busfahrer gekommen. Wow, das ist episch. Ich muss jeden Bescheid wissen lassen, dass du ein Held bist. Ein Held? Nein, nein. Ich bin nur der beste Busfahrer. Okay, lass uns zurück zur Schule gehen. Kommt schon. Ich bin immer noch hier unten gefangen. Was zum Teufel? Okay, wir sind zurück beim Bus jetzt. Und die anderen sind alle tot, außer ich. Ich glaub's gerade nicht. Wir haben die Person ja immer noch nicht gefunden, die verloren gegangen ist, ne? Das ist aber nur Part 1. Es wird auch noch Part 2 geben. Oder vielleicht gibt's das sogar schon. Okay, sieht nicht danach aus. Aber gut, Leute, das war's für die Folge. Lasst uns den Daumen nach oben lassen. Abonnieren unten kostenlos. Aktiviert die Glocke, falls du abonniert hast. Und bis zum nächsten Video. Bye, Leute.